Gib mir mein Holz zurück. hinter dir. Ja, du hast Pfand Und gesagt? das Problem ist, also, da waren wir im Kaufland. Und da gibt es halt den Automaten, der nimmt dann nur die Dosen, die noch, also halbwegs komplett sind, also rund, weißt du? Ja, Und richtig. dann haben wir da nachgefragt, was wir mit denen machen, die platter sind. Und dann hieß es ja, also sie können die nehmen, die leicht eingedellt sind, aber die komplett platten nehmen sie nicht, weil die könnten ja aus der Maschine geklaut sein. Was? What? Ja, das sagen wir auch. Und dann musste der Mitarbeiter ungelogen die Dinger abzählen. Also die mittelmäßig zerdrückten und die ganz platten da dann im Prinzip uns wieder, den Würfel wieder mitnehmen. So. Und das Allerschönste ist dann, wie er das Geld auszahlen musste. Der konnte jetzt nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, einen Beleg ausschreiben, sondern er musste dann an diesem Automaten Pfand im Wert, in dem entsprechenden Wert halt den Automaten füttern und dann uns einen Bon ausdrucken. Das heißt, er hat dann, ich glaube, fünf, sechs Kisten da reingeschoben und danach mit Flaschen einzeln, um auf den gleichen Wert zu kommen. Weil der Mann einfach, weißt du, also, da fragt man sich, Warte. umständlicher geht's nicht. Also, der Mann konnte jetzt keinen normalen Bon ausstellen oder so. Der musste dann ungelogen irgendwie aus dem Lager irgendwelche anderen Flaschen holen, um dieses Ding zu füttern, um uns nachher diesen Betrag zu geben. Also, es war echt voll arm. Ja, da fragt man sich Und auch, in dann. was für einer Welt leben wir eigentlich, ne? Und dann wollten wir die anderen eben losbekommen und dann waren wir im Netto, ne? Und da haben sie kein Automaten, sondern da muss dann die arme Kassiererin abzählen. Und eigentlich müssen die Dosen ja nehmen. Ich meine, wenn das Zeichen erkennbar ist, dann müssen sie die ja zurücknehmen, egal wie die aussehen. Ja, richtig, genau. Aber da wirst du echt, da wurden wir auch richtig dumm angemacht. Das war nicht so witzig. Die war eben allein und es waren dann 104 Dosen und alles hat nach Bier gestunken und die Schlange wurde immer länger. Und es war, ja, es war super. Ich glaube, die hat sich auch, Habt ihr euch die viele war richtig Freunde an pissig dem dann. Tag gemacht? Ja. Aber 100 Euro verdient eben, ne? Was mal Schnuller Wir haben verdient. praktisch umsonst getrunken Was eigentlich. für eine Mauer? Die Festungsmauer. Hä, aber doch nicht mit dem Stein. Ihr habt das alles da eingesammelt. Hä, wo machst du jetzt Nee, die Mauer hin? wir haben im Prinzip zweimal so eine halbe Stunde gesammelt und Hä? das lohnt sich so abartig. Also. Schucki, jetzt verstehe ich gerade nicht, was du machst. Krass. Ich auch nicht, aber es ist okay. Wenn du da nur hingehst zum Sammeln, da bist du reich. Oh, falsche Richtung. Ups. Hätte ich nicht gedacht. Ja, Das ist echt gab's da nicht übel. auch Leute dann direkt vor dem Doch, doch. Festival, die da quasi dann auch säckeweise hatten? Ja, Na da klar, gibt es ja bevor du es welche, die in die dann. Mülltonne wirfst, gibst es halt denen, oder? Hä, Schucki, Da was gibt es machst auch. du da jetzt? Da gibt es auch ganz viele, die, glaube ich, nur die Karte kaufen und dann nur sammeln. Ja, genau. Weil sich das auch lohnt. Nein! Im Prinzip Ja, aber nicht mit dem die Karte Stein! kostet. Hast du mir vorher zusammengeschissen, dass ich den Stein nicht nehmen darf? Wie Ja, aber sonst? als Karte Festungsmauer kostet doch nachher. Hey, ich hab 150 doch die Euro. Festungsmauer hier. Ja. Hä? Das hast du im Prinzip echt, weiß ich, in welchen 2 Stunden locker wieder Die drin. Festungsmauer, ich mach halt den Aua. Überbogen. Aua! Hey, Boah, was für ein das Skelett reitet Torbogen. auf der Spinne. So um die Stadt, um in die Ja, du Burg musst näher ans Mikro reinzukommen. erstmal. So um die Burg Hat sie mir jetzt aber reinzukommen. ordentlich besorgt. Hä, Ja, aber das man habe ich doch versteht die. hier. Das was ich Muss ein dabei bisschen auf. Was? lauter schwätzen, gell? Muss ein bisschen lauter schwätzen. Das ist das, was ich hier auch mache, irgendwie. Dächer bauen ist das Okay. Schlimmste, was es gibt. Ich stehe hier einfach. So, frag mal mich, weißt du, was ich gleich für ein Riesendach bauen muss? Soll ich dir mal helfen? Ja, das ist doch das, was ich hier irgendwie mache, oder nicht? Hier, die Mauer-Ding habe ich hier Weiß dabei. noch Ich nicht, ob kann ich es mich irgendwie nicht doch machen. für ein Flachdach entscheiden soll oder nur so ein Na, das leicht sieht an. schäbig So aus. schlecht der Ja, aber Fest. weißt du, wie hoch das Nee, das wird, ist nicht die wenn ich Mauer von der das. Burg. Das ist nur die Ummauerung. Weißt du, du könntest ja Achso, dann doch der andere Stein. oben dann flach machen, also Nee, bisschen Schucki. schräger Ein dann. bisschen anhöhlen und dann Das praktisch kannst du nicht flach. mehr bringen, ganz ehrlich. Sag mal, irgendwie ist es gerade ein bisschen chaotisch, ich finde es anstrengend. Wir müssen irgendwie brauchen einen Gesprächsball. Ja, also jetzt, weißt du, die Schucki wollte jetzt hier mit, Ich schlepp hier gerade. Kannst du Ja, mir ich helfen, helf wenn dir du mich doch! brauchst? Ja, Die Schucki wollte jetzt gerade mit Cobblestone die Mauer machen und vorher hat sie mich doch zusammengeschissen, als sie mit Cobblestone machen will. Ja, aber ich dachte, das ist die Burg. Nein! Sollen wir euch beide kurz allein Das ist lassen? der. Das ist hier der Cobblestone. Das ist hier nicht die Burgmauer. Das ist jetzt einfach nur die Festungsummauerung. Ja, aber die sieht echt nicht so gut aus in der Farbe. Ja, eben. Deswegen haben wir es ja jetzt so gemacht. Und dann fang du jetzt nicht an mit Cobblestone. Ja, ich fast den Tobi tot gestorben. Also, Schucki, komm mal her. Ich erkläre dir mal Was kurz, wie heißt ich das hier das? baue. Ich werde vom Creeper so hoch in die Luft geschlagen, wenn ich Ach den bei so. drauf. Ich helfe dir mal kurz. Ich mache hier mal ein paar tot. Ja, mach du mal ein paar tot. Okay. Muss hier mal Du einhauen. machst es.
Ich mach das mal. Und hier vorne wäre noch ein Turm geil. Ich halte uns mal den Rücken frei. Oh, das ist Creeper und Dings. Ein Skelett. Und Monster, hilfst du mir mal? Dankeschön. Mein Inventar ist voll. Was? Und wieder. Wo bist du denn? Ja, hinter dir. Bei der Mauer. Hä, schnell, aber ich sterbe. Ja, boah, scheiße, sind es viele. Krödel nicht so rum, hey, hilf mir. Ja, da, bei der Mauer. Da gibt's zwei Mauern mittlerweile. Eine hässliche davon. Ja, jetzt kommt du nie so. Aber echt. Ich beschütze dich. Dankeschön. Das sind ja gar keine Viecher mehr. Was hast du? Du hast nur ein paar Pfeile in deinem Rücken stecken und deinem Bauch. I'm zero. Da waren gerade fünf. Da sind unten ganz viele Skelette und alles. Oh ja, das, oh, da hast du auch schon ein paar kaputt gemacht. Ja, hab ich auch. Bin gut. Na klar. Niemand hat was anderes behauptet. So, jetzt dürft ihr wieder reden, ihr zwei Hübschen. Das ist ja nett. Ja, komm, über was, jetzt müssen wir jetzt mal über was, über, unter, über ich fange nochmal neu an, okay. Wir müssen das jetzt mal über dich, was Kleines unterhalten. Ja, dann geh doch mal weg, dann geh dann zu dem Hellen. Hat das eine Hausdach jetzt ein anderes, also im Hafen haben wir jetzt ein Haus mit Sprucewood als Dach. Ist das was? Blät? Spruce, oder wie das heißt. Das sind das nochmal. Oh, da ist ein Enderman, nicht hingucken. Nee, das ist nicht Fichte, das ist. Das ist keine Ahnung. Das ist das Dschungelholz. Nee, was sind das? Was du laberst. Spruce heißt es, schieb mir. Keine Ahnung. Ja, du hast Englisch, oder? Ja, das scheinbar, ist Fichtelholz. Ja. Das ist Fichtel. Fichtel. Ja, dann ist Fichtelholz. Aber es sieht nicht so schlecht aus, finde ich. Ja, sieht gut aus. Macht ein bisschen eine Variation rein. Mache ich jetzt auch auf mein Dach drauf. Gefällt mir. Ja. So viel Dach. Kann ich eigentlich auch Weizen essen, oder nicht? Ja, kannst du schon, wenn du ein Schweinchen bist. Ich meine, als bist du ein Schweinchen? Mensch, nein. Jetzt im Spiel oder hier? Richtig normal. So. Im Spiel. Psst. Wer ist da? Wer macht da was? Mal, wer macht denn sowas? Direkt dabei. Wieso? Okay. Also ich weiß es noch. Ja, das ist jetzt nur hier so der Aufgang. Also und zwar würde ich gerne hier vorne auf die Landzunge noch so eine kleine Burg machen hier. Also noch so einen kleinen Aussichtsturm hier vorne. Wurdest du auch gerade beschossen? Okay. Nein, ich bin runtergefallen. Achso, ich dachte gerade, wie war. Flo, ich würde dann da auch kein Glas reinmachen, ne? Vielleicht. Oh. Das heißt, ich baue mich. Also in die ganz großen Fenster würde ich überlegen, echt kein Glas reinzumachen. Was vielleicht. Dann? Nichts. Nee, da mach ich auf jeden Glas rein. Ja, das sieht aber komisch aus. Na, das sieht gar nicht komisch aus. Doch. Nein. Boah, da sind zwei Spinnen. Ich muss hier Glas reinmachen. Ich kann das Schiff nicht so den Unbilden des Wetters aussetzen. Ja, aber so Werften sind doch oft öfters mal offen. Nee. Ja, vorne wird's ja komplett auf. In die Richtung. Das ist ja komplett offen dann nachher. Ja, okay. Also, in Richtung Wasser. Die Halbsteine, die ich hinsetze, die darfst du jetzt untermauern mit Dreck. Hast du noch Dreck? Warum mit Dreck? Ja, das sieht mir nachher keiner mehr. Deswegen mit Dreck. Ich drück die falsche Taste. Irgendwie was reinbuddeln und dann ist alles kaputt. Ah, nee, warte, hier noch nicht. Sondern unter den Dingern drin. Ja, okay. Du machst das. Auch möglichst weit hinten rein. Das wurde mir nicht gesagt, ne? Ups, das war das Falsche. Warum geht Alkohol eigentlich auf die Stimme? Ja, Alkohol geht nicht auf die Stimme. Wieso? Holst du nur, wenn du Alkohol trinkst? Ja, richtig. Du redest automatisch nochmal? Lauter. Du redest automatisch lauter, wenn du Alkohol trinkst. Ja, ich meine jetzt am Tag danach oder so. Es ist schon oft so, dass die Stimme dann so angeschlagen ist. Also ja, weil du dich wärmer fühlst, als dir ist. Und du dich dann leicht erkältest. Ja. Ach, das Skelett killt mich gerade im wirklich? Wasser. Ich denke schon. Ich nicht rankommen. Oh. Mann, ich frag mal Google. Minecraft, roll mich doch nicht so. Ja, das sollte eigentlich schon ehrlich. Ein Grund sein, doch? Ja, außerdem durch den Alkohol kriegst du einen trockenen Mund und dadurch redest du lauter und das tut wiederum deine Stimme nicht gut. Okay. Ja, deswegen ist ja auch im Bad so, deswegen machen die jetzt die Musik auch lauter, damit man mehr trinkt, beziehungsweise dann redet man lauter, dann trinkt man mehr und dann hat das auch einen Sinn. Boah, lass den jetzt in Ruhe, ihr blöden Viecher. Passt das eigentlich so, wie ich das gerade mache, oder nicht? Oder doch? Oder ich bin gerade leicht überfordert mit der. Was soll ich machen? Ja, das sieht super aus. Das machst du super. Ja, noch mehr oder weniger, oder? Warte mal kurz, ich muss gerade kurz denken. Okay, dann denk. Oh je, das dauert. Richtig. Was? Erstens dauert es und zweitens wird es wahrscheinlich nichts werden. Ah,
hast du mir danach noch Dreck, ich hab da nicht mehr so viel. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Einen schädigenden Reiz auf die Stimmbänder übt auch Alkohol aus. Alkohol ist ein Zellgift, das über die Schleimhäute teilweise schon im Mund aufgenommen wird. Aha. Also ist sogar Alkohol selber schon. Unmittelbare Folge von zu viel Alkohol. Blablabla. Blablabla. Bla, bla, bla. Also im Prinzip dadurch, dass der Alkohol schon im Mund aufgenommen wird, sind halt die Stimmbänder ganz besonders gefährdet, weil die halt dann ziemlich viel Alkohol abbekommen sozusagen und dann dadurch Schaden nehmen, scheinbar. Aha. Ja. Kann ich die Monster noch kaputt machen, wenn die schon brennen? Kriege ich dafür trotzdem noch was? Ja, da kriegst du dann trotzdem noch Erfahrung. Okay. Ja. Dann hast du ja was gebracht. Ach so, und da schwirrt so ein Enderman rum. Ja. Was? Der hat mich gerade angeschaut. Aber du ihn nicht. Schoki, wegen der Erde, du kannst mal kurz in der Truhe, die da mitten auf der Landzunge steht, schauen, was da noch so drin ist. Ich dachte, ich soll meine Mauer mal kurz abbauen. Ja, das kannst du auch machen. Okay. Obola. So viel zu tun. Ja. Obwohl ich meine Mauer gar nicht so schlecht fand. Oh, das wird wieder eng mit der Luft. Oh, das wird wieder arg eng. Oh, 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 nicht gut. Ich bin zu alt für den Scheiß. Hab ich das überhaupt richtig gebaut? Also 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Was soll ich in der Truhe gucken? Ob da Dreck drin ist. Du wolltest doch Dreck haben. Haben wir jetzt gerade Boom gemacht? Reicht es? Oh Gott. Ja, eigentlich muss es passen. Oh, ich weiß nicht, ob die Symmetrie stimmt, die ich dir gerade gemacht habe hier. Ich auch. Nicht. Oh oh. Kritisches Thema. Egal, ich mach's jetzt einfach so weiter. Wie viele Schwestern hast du gerade, Flo? Wie viele Schwestern? Hm? Ja. Also heute Mittag hatte ich kurzzeitig mal vier. Was waren vier? Ja, heute Mittag kann ich kurz vier. Sie vermehren dabei, sich. Was? Ah? Dann die Blonde. Ich glaube, die Blonde, die Ander und... Wer ist die vierte? Aber echt, wer ist die vierte? Oh, Schoki, da ist das nicht mehr reinfallen, weil dann bist du hier eingeschaltet. Sag ich euch nachher. Wie komme ich da wieder raus? Erst schnell da drauf springen, wo ich gerade auch bin. Ja, du musst von dem... Hinter dir ist so ein Dreckblock, da musst du drauf springen und jetzt rüber springen. Nein, aber hinter dir, da drüber, ja. Du machst es. Ja, oder so, genau. Jetzt musst du aber außenrum irgendwie wieder drauf kommen. Ups, bin wir gefahren. Ach nicht, ich lauf dahin, um mir was zu holen und vergesse es dann. Ups, ich bin drauf vorne. Oh, jetzt bin ich auch eingefallen. Nein, das darfst du aber so lange nicht mehr machen. Soll ich hier mal, ein Dreck wegbauen hier in der Mitte, weil das brauchen wir ja nicht, oder? Was willst du bauen? Ob ich den Dreck hier in der Mitte jetzt hier mal abbauen soll, weil wird er jetzt größer, oder? Wie eine Mitte abbauen? Ja, hier, den Hügel. Nee, ich würde es gern so natürlich wie möglich lassen. Geht das? Könntest du irgendwie so machen? Nein. Warum nicht? Nein. Einfach nein, okay? Einfach nur, weil ich nein sagen wollte, nein. Also, nee, ich wollte nur wissen, ob ich das jetzt hier, guck mal hier so, bei mir so, schau mal kurz bei mir. Ob ich das halt hier... Ja, das kannst du mal wegmachen. Aber jetzt nicht, dass du irgendwie anfängst, 100.000 Blöcke abzubauen. Nö, ich mach nur. Obola.
So. So, Leute, ich muss jetzt mal kurz cheaten, um mir das von draußen anzuschauen. Was? Ja, sorry. Bei dir gestattet. Machen wir mal